Energie der Sonne sollten wir so gut es geht nutzen. Wir sind davon überzeugt, dass Solarthermie dabei hilft, wichtige Klimaziele zu erreichen. Und das nun mal ein Thema ist, was uns in die Zukunft führt. Das Institut für Solarforschung beschäftigt sich mit der Nutzung von Solarenergie auf der Erde. Unser Schwerpunkt ist die Nutzung von konzentrierter Solarstrahlung mit Hilfe von Spiegeln. Wir suchen auf der Welt nach Lösungen, das, was wir bisher konventionell machen mit fossilen Brennstoffen, nun eben regenerativ zu machen. Und die größte Quelle der regenerativen Energie ist die Sonne. Und das ist ein System, was die Sonne direkt nutzt, um entweder Strom erzeugen zu können, dann auch noch, wann ich ihn brauche. Und zum Zweiten ist es in der Lage, auch Brennstoffe zu erzeugen, wie wir sie brauchen, um Erdöl, Erdgas und die Kohle zu ersetzen in der Zukunft. Das Institut für Solarforschung ist seit über 30 Jahren hier am Standort auf der Plataforma Solar der Almeria präsent und forscht gemeinsam mit den Kollegen von Ziermatt an der Nutzung dieser konzentrierenden Solartechnik. Der Vorteil unserer Technologie ist, dass sich Wärme sehr einfach und kosteneffizient speichern lässt. Unsere Forschung hat den Zweck, diese Technologie effizienter, besser, billiger und haltbarer zu machen. Der Klimawandel ist die große Herausforderung der Menschheit. Und da beizutragen, dass wir das möglichst verhindern, dass es dort zu größeren Veränderungen kommt, das treibt mich an. Para mí simplemente tiene sentido reemplazar las centrales eléctricas basadas en combustibles fósiles por otras como la termosolar, que es sostenible. Industrieunternehmen könnten zukünftig die Energie der Sonne für Hochtemperaturprozesse nutzen und so emissionsarm produzieren. We are researching a solar technology here that can secure power and heat supply during day and night times.